und herzlich willkommen zurück hier bei Feed the Beast Invention. So, ich habe mich jetzt mal ein bisschen um meine Waffen gekümmert und ich wollte nachgucken, was die nächsthöhere Stufe ist, um hier meine Waffen aufzuwerten. Allerdings finde ich das einfach nicht heraus. Und ich habe jetzt mal aus Invar einfach mehr Sachen gegossen, weil ich glaube, das ist so das stärkste Material, was wir momentan haben. Und dann steigt der Abbau-Level auf Eisen. Es kann natürlich jetzt auch in die Hose gehen. Also wir haben jetzt Abbau-Level Zinn. Aber Zinn ist doch total billig, oder? Ich weiß es nicht. Ich weiß nicht, ob ich es machen soll. Wir bekommen ja die auf jeden Fall die... Ich weiß noch nicht, ob dann unsere Waffe nicht schlechter wird. Aber wir machen das jetzt einfach mal. Ah, komm, wir machen es einfach mal. So, die Axt ist unbeholfen. Okay. Aber vielleicht können wir ja die ja trotzdem irgendwie hier updaten. Axt. Kann ich nicht updaten. Und wie sieht das mit der Schaufel aus? Die Schaufel kann ich auch nicht machen. Ach, das war... Warte mal, das muss, glaube ich, hier rein. So. Entschuldigung. Ich glaube, so. Nee, auch nicht. Ha. Das ist jetzt schwierig. Teile können ersetzt werden. Ja, aber ich bin mir jetzt gerade gar nicht sicher. Ich weiß ehrlich gesagt gar nicht. Ich baue das sonst immer mit Osmium und das hat halt immer ganz gut funktioniert. Jetzt versuchen wir mal die neue Spitzhacke, was die so alles kann. Also das ist ja nicht der Abbau-Level, den wir haben wollen. Wir wollten ja eigentlich Obsidian haben. Hoffentlich habe ich jetzt nichts Falsches gemacht. So, wie sieht es jetzt aus mit meiner Waffe hier, mit meiner Axt hier? Ist die jetzt aufgeladen? Sieht so aus, oder? So, ich bin mal gespannt, wenn wir die jetzt irgendwo einsetzen, was wir da... so hinbekommen. So, was habe ich denn jetzt? Was können wir denn machen, um unsere Rüstung mal hier ein bisschen zu verbessern? Irgendwo gab es da noch Lava. Pass auf. Sekunde. Hier, das müssen wir mal hier oben nochmal in den Ofen stopfen. So. Also gut, wir müssen jetzt erstmal gucken, dass wir hier vorankommen. Da ist schon wieder eine Nervbacke. Wieso? Wo kommst du her? Kommst du von hier oben oder was? So, wo ist denn hier Tools? So, Eimer habe ich schon mal dabei. Jetzt könnte man also gucken. So, dann habe ich hier wertvolle Sachen. Da kommt auf jeden Fall das rein und auch das rein. Dann haben wir hier Monsterzeug. Das kommt da rein. In die Nether-Truhe kommt noch das Glowstone. Und Redstone haben wir auch noch. Das kommt da rein. Okay, dann habe ich noch was für die Monsterkiste. Das da. So, jetzt müssen wir mal Lava besorgen. Ja, ich bin mir gerade, also echt, ich weiß gerade nicht, wie das hier richtig mit den Echsen hier funktioniert, weil hier hat sich, also hier ist irgendwas anders wie bei den Packs, die ich sonst spiele. Also irgendwie hier vom Aufbau her oder vom Updaten hier ist es anders. So, oben kommt jetzt Kundschaft. So. Genau, wir müssen darauf achten, dass wir nicht getroffen werden.
So, das hat sich doch mal schweinemäßig gelohnt. Das gab gleich 9-mal Schleim. Aber ich würde mir gerne hier auch noch eine andere Waffe bauen. Das ist eine Railcraft-Waffe. So, ich wollte jetzt hier Lava holen, genau. Und hier hinten gab es ja irgendwo noch ein Lavafeld, was wir noch ausbeuten wollten. So, und zwar... Ching, 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 ching. Da hinten müsste es auch noch Lava geben. Na, komm. So, jetzt haben wir alle 10 voll. Gut. Also wieder Treibstoff für unseren Tinkersofen geholt. Was ist das für röses Erz? So, da können wir jetzt mal testen, ob es geht. Abbau Level 10. Ich kann es nicht mehr... Ah, zum Glück. Nee, ich kann es nicht mehr abbauen. Also wir haben uns unsere Spitzhacke jetzt kaputt gemacht. Unsere gute Spitzhacke haben wir jetzt kaputt gemacht. Da müssen wir die ein bisschen trainieren erstmal. Und wo gehen wir dafür hin? Wir hauen jetzt einfach hier in die Wand rein. So, Invar-Spitzhacke, Abbau-Level plus 1. Jetzt hat sie Zinn, jetzt funktioniert sie wieder. So. Oh, das darf natürlich hier nicht passieren. Wir dürfen hier nicht irgendwie solche Felder aufklopfen. Also, ich blicke hier nicht durch. Vielleicht kann mir mal jemand so eine, Liste posten. Ich habe eben mal im Internet gesucht, ich habe aber keine Liste gefunden, wie das bei Tinkers Construct so... Da ist Eisen. Wie das bei Tinkers so ist. Also, was muss ich machen, um eine bessere Waffe hinzukriegen, besseres Werkzeug hinzukriegen? Was ist also das Bessere? Also, zum Beispiel... Abbau-Level Eisen hatten wir eben. Jetzt haben wir Zinn. Und ich weiß nicht, ob ihr schon mal Zinn in der Hand hattet. In Zinn kannst du mit dem Fingernagel Dellen reindrücken. Ja, weil das einfach ganz weich ist. Also von wegen Abbau-Level Zinn ist höher wie Eisen. Macht überhaupt keinen Sinn. Macht überhaupt keinen Sinn. Ich weiß nicht, wie die auf die Idee gekommen sind. Wer hat das denn... Also der Modmacher, der hat anscheinend metallurgisch überhaupt keine Ahnung. Also das muss voll die Niete sein. Wenn der sich sowas ausgedacht hat. So. Eisen. Ihre Anwesenheit wird verlangt. Gut, Eisen haben wir ein bisschen gesammelt. Jetzt haben wir hier hinten natürlich... Da brauchen wir Abbau-Level Redstone für. Ich weiß nicht, ob ich meine Spitzhacke jetzt hier noch irgendwie... Kann man die noch erweitern? Also das ist doch... ich muss halt irgendwie in so einer Redstone... Ich muss halt irgendwie im Nether halt vorankommen. Und ich blick's gerade nicht, was ich für Werkzeuge bauen soll. Vielleicht könnt ihr mir das ja mal schreiben. Dabei müsst ihr allerdings immer bedenken, ich nehme ja immer ganz viele Folgen im Voraus auf. Deswegen, wenn ihr jetzt irgendwie Tipps gebt nach dieser Folge, dann heißt das nicht, dass in der nächsten Folge morgen das schon berücksichtigt ist, weil die ist garantiert aufgenommen im Voraus und es dauert jetzt so ein paar Folgen, bis ich dann darauf eingehe, aber ich mache das auf jeden Fall. So, wir gehen mal hier rüber und gucken mal. Zum Beispiel wieder 9 Minuten verschwendet dafür. Und wir wollten ja eigentlich einen Hochofen bauen. Also das mit dem Hochofen können wir erstmal knicken. Weil wir weder Lohnstäbe haben, noch diese Magma-Creme bekommen. Ach Mann. Komm, wir lassen erstmal hier... Ah, ist schon viel besser. Boah. Ah, so.
Das hat gut getan. So, erstmal so ein bisschen leer laufen lassen und so. So, jetzt tanken wir mal hier den Laden noch auf. So, anscheinend funktioniert das doch mit den Tanks übereinander. Der untere war ja komplett leer und trotzdem lief es weiter. Dann füllen wir jetzt auch alle drei auf. Ist da noch was rein? Nee. So, das tun wir dahin, das tun wir dahin. Und so und so. Jetzt habe ich noch einen übrig. Passt der noch irgendwo? Huch. Nee, passt nicht. Dann legen wir uns den aber hier rein, weil dann können wir eh dann hier gebrauchen. So. Eisen haben wir noch ein bisschen was gefunden. Das hauen wir hier rein. Und, ja. Ich weiß nicht, ob das mit dem Verrösen, ob das mit dem Invar jetzt viel gebracht hat. Hier ist schon wieder alles vollgewachsen. Das heißt, die Kiste ist voll. Wie hoch ist das hier gewachsen? Ach, du ahnst es nicht. Ach, du ahnst es nicht. Ich glaube, wir können auch erstmal unsere Holzproduktion können wir erstmal runterfahren. So viel Holz braucht man gar nicht. So, was macht denn unsere Kokerei hier? Guck mal, die hat hier schon Koks hergestellt. Das läuft schön nach von oben. Und wir kriegen auch hier Teeröl schon, Kreosolöl. Dann gucken wir doch einfach mal hier, was wir sonst noch so machen können. Also wir kommen ja auch anders an Stahl dran. Wir können ja auch, wir gucken mal, was so mein Weiler mir sagt. Wie bekommen wir denn Stahl? Stahl sieht folgendermaßen aus. Da gibt es das Mechanismenstahl. Ich kann auch nochmal schreiben, Stahlbar. Da müssten wir eigentlich nur noch alle Barren sehen. Immersive Engineering gibt es. Wir haben Mechanismenstahl, wir haben Raycraft-Stahl und Tinkers Constructs-Stahl. Den Raycraft-Stahl, den sind wir gerade hinten am Produzieren. Jetzt gucken wir mal hier, wie das mit dem Tinkers-Stahl so funktioniert. Den sollen wir also gießen. Der wird hergestellt aus veredelten Eisenbarren. Okay, Induktionsdingsbums. Eisenstaub und pulverisierte Holzkohle. Aha, dann bekommen wir das raus. Und was sollen wir damit machen? Habe ich noch nicht ganz verstanden. Na, kannst du mir das bitte mal erklären? Industrial Grinder Receipt. Okay, nein, das ist ja die verkehrte Richtung. Ich möchte ja... Ah, warte mal. Ich vergesse immer, dass unten drunter ist ja noch so ein... Hier geht's ja noch weiter. So. Im Blast Furnace können wir mit Eisenbahn und Kohlepulver Steel Ingots machen von Tech Reborn. Okay. Geformte Herstellung. Wir gucken nochmal weiter. Es gibt noch das Mechanism. Nochmal gucken. Schmelzen. Okay, das sieht doch ganz gut aus. Wie wird das hergestellt? Ja, ich mache ja kein Steel-Ingot hier zu dem Zeug und mache es dann wieder zu Steel. Das ist ja vollkommen nach Schwachsinn. Angereichertes Eisen. Metallurgische. Ah, gut, das könnte man natürlich machen. Wir können so einen metallurgischen Infuser bauen. Pulverizer. Ja, wenn ich Stahl habe, muss ich ihn nicht klein machen. Das ist ja... okay, wir bauen so einen metallurgischen Infuser. So, wie heißt denn der auf Deutsch? Das ist auf jeden Fall Ender.io. Ender.io. Und das müsste sein, so vom Aussehen her, drahtloses Ladegerät. Der ist so ein bisschen anders da gebaut. Der ist so ein bisschen
turmartig gebaut. Magnetizer. Dunkelstahl-Ausrüstung, die wäre eigentlich auch ganz gut, glaube ich. So, pass auf, ich will mir so ein, versuchen wir es doch mal mit Infu. Chemischer Infuser, war das der gewesen? Mechanism? Ich glaube, der ist das. Ne, da kann es nicht sein, weil nämlich diese Dinger hier, warte mal, hier, metallurgische Infusionsmaschine. Das ist er. So, wir brauchen einmal Osmium, wir brauchen Eisen, wir brauchen zwei Öfen und wir brauchen Redstone. Das müsste man doch hinkriegen. Wir hatten schon Osmium, oder? Osmium, da. Warum sieht denn das hier so komisch aus? Naja, wer weiß. Guck mal, hier ist auch ein bisschen Eisen auch noch. So. Dann gehen wir mal hier unten, weil wir brauchen ja auch Öfen. Und die sind ja in unserer Technikkiste. So, Technikkiste. Wir brauchen Öfen. Jetzt muss ich mal überlegen. Ich würde gerne nämlich mehrere bauen. Ich würde gerne. Dem steht aber nichts im Weg. Wir haben Osmium und Redstone, kriegen wir auch eine ganze Menge zusammen. Ready Redstones. Hier. Gut, jetzt gehen wir hier mal an so einen Ofen. Quatsch, an so einen Ofen. An so einen Werktisch meine ich natürlich. Jetzt nochmal gucken. Gut. So. Ich würde gerne eigentlich 3 Stück bauen. Achso, wir haben ja noch Eisen übrig. Dann können wir vielleicht sogar 4 bauen. Dann kannst du nämlich schneller arbeiten. Ich bin mir aber nicht ganz sicher, ob es die richtige Maschine ist. Deswegen hören wir mal nach 2 Stück auf und setzen die erstmal irgendwo hin. Nämlich hier zum Beispiel. So, jetzt will ich mal da reingucken. Das ist aber die richtige. Weil die sieht komischerweise merkwürdig aus. Ist hier irgendwie ein Texturenpack von mir nicht drin? Doch, alles ganz normal wie sonst auch. Warum sieht der so komisch aus? Der ist sonst immer grün bei mir. Ist ja merkwürdig. Naja, wie dem auch sei, pass auf, bauen wir ab. Und, jetzt brauchen wir Stromanschluss für den. Oder wir müssen den Strom hier nochmal umleiten irgendwie. Den könnte man zum Beispiel auch hier, nee, unter der Erde können wir den nicht entlang leiten. Doch, können wir auch. Könnten wir auch. Ich guck mal, ob ich noch Kabel da habe. Okay, wir hätten noch von den Leadstone-Kabeln hätten wir noch welche da. Dann versuchen wir das doch mal. Und zwar machen wir das mal folgendermaßen. Wir hauen mal das hier weg. Und das da auch. Habe ich mich hier eingebaut, oder? Mhm. Super. So, dann könnte man das Kabel hier entlang legen. Dann wäre es auch aus dem Blickfeld. Wir könnten es da anschließen. So, und hier könnte man die metallurgischen Infuser könnte man von unten bedienen lassen. Aber ich brauche da irgendwie noch Trichter. Ich habe irgendwie das mit Trichtern gemacht, damit das immer weiterläuft. Warte, lass mich kurz überlegen, wie das war. Ich weiß es gerade jetzt nicht mehr. Pass auf, wir machen das mal folgendermaßen. Wir hauen mal hier auf.
So, ich möchte eigentlich hier gerne reingehen, so. Und dann, das, wenn ich jetzt hier runterkomme, dann sieht man es wieder, gell? Achso, nee, ist ja richtig. Pass auf, ich muss mal hier oben hin. So, dann geht's hier runter. Alles gut. Muss mich hier nur frei arbeiten. So, dann könnt ihr vorne das nämlich weg. Dann ist es uns auch nicht mehr im Weg. So, jetzt brauchen wir noch zwei von den Maschinen. Und die würde ich gerne oben drüber setzen. Die brauchen natürlich auch noch Strom. Ich weiß noch nicht genau, ob das so funktioniert, wie ich es mir vorstelle, aber eventuell schon. So, jetzt holen wir uns nochmal Clean Stones. Das waren Cobblestones. Ach ne, Clean Stone. Doch, richtig. Entschuldigung. Clean Stone. Okay. Und bauen hier wieder zu. So, dass man das hier gar nicht so sieht. So ist das jetzt schön ver... schön zugestellt. So, hier müsste jetzt Strom drin sein. Ja, Strom ist drin. Jetzt ist halt nur die Frage, wie war das jetzt gewesen mit dem Stahl? Wir brauchten erstmal angereichertes Eisen. Dafür brauchen wir Holzkohle und wir müssen Eisen hier reinlegen. Immer dieses Eisen. Mein Gott, immer dieses Eisen. Ausgerechnet das, wo wir es für ganz wenig haben. Ich kann nur die Hälfte machen, weil ich brauche die Hälfte zum Reparieren von meinen Werkzeugen. Oh, jetzt muss ich auch Invar mitnehmen. Mist. So, und Kohle müssen wir mitnehmen. Und ich hatte das immer so gemacht, dass hier... Ja, wir bräuchten noch zwei Trichter. Haben wir noch Trichter? Nee, Trichter bauen wir ja immer so zielgerichtet, oder? Pass auf, dann müssen wir es von Hand auffüllen immer. Wir gehen mal hier rein und machen hier mal erst die Kohle rein. Und dann machen wir hier die Hälfte von dem Eisen. Jetzt müssen wir das Ganze noch einstellen. Und zwar... soll... der Output auf der rechten Seite sein, der Input ist da drüben. Das bedeutet, der läuft. Output ist dunkel. Eigentlich geben die dann das hier an die nächste Maschine weiter. Was habe ich falsch gemacht? Auswerfen, okay. Auto auswerfen an. So, jetzt geht das. Jetzt wird das ausgeworfen, wird hier drüben reingeworfen und das angereicherte Eisen, da müssen wir dann nochmal gucken beim Stahl. Das wird auch wieder mit Holzkohle gemacht. Okay. Das heißt, wenn ich jetzt hier Holzkohle reinlege, dann läuft das los. Wir bekommen Stahlstaub. Den Stahlstaub, den legen wir mal hier rein.
Und wir bekommen einen Stahlbarren. So, jetzt wissen wir, wie es geht. Es läuft, es macht wahnsinnig viel Lärm. Das macht wahnsinnig viel Lärm. Aber wir bekommen immerhin Stahl zusammen. So. Der hat auf uns geschossen, das kann ich nicht durchgehen lassen. Das macht sogar noch hier draußen Lärm. So, hier läuft alles. Das hier ist natürlich hier voll die Monsterfalle oben. Wir könnten aber die Anlage ausschalten, indem wir hier unten erstmal... Oh, guck mal, hier hat sich sogar auch schon... Na, wir können das ja noch... Wir können ja das noch durchproduzieren lassen. So, pass auf, wir machen hier mal... Wir lassen mal hier genug produzieren. So, das nehmen wir mit. Achso, genau. Ich habe noch Kohle dabei. Ne, das ist Koks. Das ist schon Koks. Gut, ich werde jetzt mal ein bisschen sortieren gehen. Die Folge ist nämlich leider schon wieder vorbei. Ich sortiere mal die Sachen hier und dann werde ich mich nochmal in den Keller begeben und noch ein bisschen Eisen aus der Wand klopfen. Ich hoffe, dass ich da genug zusammenbekomme und wir sehen uns in der nächsten Folge dann hoffentlich mit ganz viel Eisen und mit vielleicht ein bisschen Stahl. Bis dann, macht's gut. Tschüss.